Das ist eine sehr relevante, wichtige Frage, weil wir sehen, dass die jüngsten Ereignisse, mit denen wir hier konfrontiert worden sind, eigentlich damit unmittelbar im Zusammenhang stehen und die Funktionalität der Staatsanwaltschaften eigentlich gerade im Zusammenhang mit diesen neuerlichen Skandalen hier ganz wesentlich zusammenhängt. Ich habe eigentlich persönlich mir nicht vorstellen können, dass man, und Sie kennen das ja alle, die Skandale, die zwischen 2000 und 2006 in dieser ersten blau-schwarzen Regierung entstanden sind, dass sich die in irgendeiner Weise auch nur ansatzweise wiederholen könnten. Aber das, was wir derzeit erleben, ist, dass wir bereits nach 17 Monaten die neue Regierung, also die seinerzeitige, die jetzt nicht mehr Regierung, die Kurzregierung, es geschafft hat, Hausdurchsuchungen zu bekommen. Ein Video, das um die Welt geht, wo der Vizekanzler vom Ausverkauf der Republik zu privaten Zwecken fantasiert, wo er jetzt erklärt, das ist alles Anschwärzen. Dass so etwas stattfindet, hätte ich mir nicht gedacht. Und jetzt denke ich mal, wir sind natürlich alle schon gewissermaßen von diesen Wellen der Skandale schon etwas abgestumpft. Aber es ist schon, glaube ich, ganz gut, wenn man von Zeit zu Zeit dann etwas zurückgeht, vielleicht auch einer Woche Urlaub und so weiter und so fort, ein bisschen so in die Perspektive und sich von oben anschaut, was da wirklich stattgefunden hat. Weil wir reden jetzt zwar, wer hat das Video da jetzt quasi hergestellt, aber was in dem Video drinnen steht und was da drinnen gesagt wird, und das sind ja dort die, das ist der Herr Vizekanzler und der Partner des Herrn Kurz, der diese Dinge dort mitgeteilt und angekündigt hat, und das hängt schon alles mit dem zusammen, was derzeit jetzt hier abläuft. Und wenn man sich anschaut, dass diese Hausdurchsuchung ja bei höchsten Regierungspolitikern, ehemaligen Politikern stattgefunden hat, und man muss sagen, eine mutige Behörde, die WK ist der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, und daher Hände weg von dieser Behörde. Wir haben ja jetzt gerade, kennen ja die Versuche, diese Behörde einzuschränken. Dann muss man sagen, das ist eigentlich auch unglaublich. Und dass man gerade jetzt in Osttirol im Rahmen der Hausdurchsuchung draufgekommen ist, dass es dort eine wie heißt die Villa, ein Haus Blumenschein oder so ähnlich, ist, und dass dort Platten gelagert sind in einem See von der FPÖ, nämlich Speicherplatten, die so quasi da jetzt abgenommen worden sind, dann denkt man sich, das kommt dann irgendwie bekannt vor. Ich habe da also gerüchteweise gehört, das könnten Kopien sein von den Platten, die geschreddert worden sind im Bundeskanzleramt. Ich kann mir das nicht ganz vorstellen, aber auszuschließen ist es natürlich nicht. Und da stellt sich natürlich schon umso mehr die Frage, was ist auf diesen Platten gestanden, meine Damen und Herren? Und wir sind eigentlich jetzt irgendwie, natürlich bin ich Opposition, aber ich glaube, jeder Staatsbürger fragt sich, was geht hier in dem Land vor, dass da derartig herumgefuhrwerkt wird. Und in dem Zusammenhang muss man natürlich schon auch berücksichtigen, wer da alle mitgespielt haben kann und wer mitgespielt haben muss. Die Grundlage dieses Skandals sind ja Personalbesetzungen. Ich mag Ihnen die Geschichte nicht erzählen, Sie kennen das ja eh wahrscheinlich besser als ich teilweise. Personalbesetzungen, die zwischen der ÖVP und der FPÖ abgestimmt sein mussten. Ich nehme an, auch im Ministerrat, wo ein junger Mann namens Siedlow gewählt wurde oder bestimmt wurde in die österreichische Nationalbank, in ein Aufsichtsorgan, wo der Headhunter, der das Ganze quasi jetzt vorbereitet hat, ihn nicht auf seiner Liste hat. Das heißt, dass er die Qualifikationen hat. Das ist, glaube ich, eh aus der Entwicklungsgeschichte dieses Herrn Bezirksrat irgendwie ableitbar, dass die ÖNB doch eine Stufe zu hoch ist. Aber es ist halt einfach quasi ignoriert worden. Und daraus sieht man, dass es offenbar um andere Interessen geht, die hier stattgefunden haben. Und in dem Zusammenhang ist natürlich auch die ganze Thematik um die Casinos Austria, die sich da ebenfalls ja jetzt quasi nicht willentlich, aber in irgendeiner Weise einmengt in diese Geschehnisse. Und auch dort ist es natürlich so, dass die staatliche Seite eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und wenn man sich anschaut, die Namen, die da jetzt vorkommen, dann ist es natürlich schon eindeutig regierungsmäßig besetzt. Und die ÖVP hat also da ganz offensichtlich einen relativ starken Leitfaden hier mitgetragen. Und daher ist die Frage, wann erfahren wir, was da jetzt eigentlich wirklich los war? Es ist für mich völlig unvorstellbar, dass die Regierungskoordinatoren, das ist der Herr Blümel und ja wohl der beste Kurzfreund, nicht da involviert war, und auf der anderen Seite der Herr Hofer, wie das Ganze jetzt quasi paktiert worden ist. Und daher
würde mich interessieren, was sollte das sein? Wir hören ja, also Gesetze sind versprochen worden und man sollte so da hier etwas tun, wo wir dann in dem Video vom Herrn Strache hören, es gibt eine Glücksspielgesellschaft, die alles zahlt. Also das ist alles ein Mief, der sich da quasi jetzt vor uns ausbreitet, den es gilt zu durchdringen und wo wir einfach Klarheit brauchen. Dass das Ganze natürlich jetzt in einem Wahlkampf auch noch quasi aufpoppt und natürlich die Versuche, das überhaupt jetzt wegzukaschieren, umso größer werden, das ist das eine, dass die Leute, glaube ich, nur beschränkt Verständnis dafür haben, dass sie keine Aufklärung bekommen über solche Dinge, ist das andere. Und ich rufe also hier wirklich den Herrn Kurz zu, und hier am Tisch zu legen, was da stattgefunden hat. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Herrn Hofer, weil natürlich ist der Vizekanzler, der ehemalige, entstammt dieser Partei. Ich verstehe auch den Herrn Hofer, dass er das nicht wahnsinnig schätzt, was der Strache da jetzt momentan aufführt und aufgeführt hat davor. Dieses komische russische Interview, das Ganze hat ja einen komischen Charakter auch. Wenn es ja nicht so tragisch wäre und nicht wir alle als Steuerzahler hier tief in die Taschen greifen müssen, damit wir diesen ganzen Schwachsinn finanzieren, wäre es eh lustig. Könnte man sagen, ist ein Kabarett und schauen uns das gerne an, dran an den Fernseher ab und sagen, Gott sei Dank ist das nicht die Wirklichkeit. Es ist aber die Wirklichkeit und nur dazu eine sehr teure Wirklichkeit. Und daher gilt es hier einfach wirklich aufzuräumen mit diesem ganzen Wahnsinn. Und nebenbei sage ich nur, weil wir ja dieses Thema hatten, WKStA, Hände weg von der WKStA, das sind die, die jetzt in dieser Angelegenheit tapfer ermitteln. Und zwar unabhängig davon, welcher Druck auf sie ausgeübt wird. Und hier hoffentlich bald jetzt eine Lösung finden. Der Herr Fuchs war, das ist glaube ich unbestritten, bei einer Messe, der Fuchs ist der Staatssekretär im Finanzministerium, war bei einer Glücksspielmesse, das ist sicher immer lustig, eine Glücksspielmesse zu besuchen und hängt da mit den staatlichen Agenten wahrscheinlich relativ stark zusammen, in London und hat dort einen höchsten Vertreter eines Glücksspielkonzerns getroffen, jedenfalls also die Firma Novomatic. Und jetzt ist die Frage, was hat dort eigentlich stattgefunden? Was ist dort besprochen worden? Die Untersuchungen gehen davon aus, dass dort die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft, also eine unpolitische Organisation, gehen davon aus, dass dort also mehr oder weniger die Besetzungen mit dem Herrn Siedlow dann abgesprochen sein könnten und gehen also in diese Richtung. Und Sie müssen wissen, die Staatsanwaltschaft macht sicher keine Hausdurchsuchung, macht sicher keine Ermittlungen, wenn dieser Anfangsverdacht, von dem wir ja auch schon in der letzten Zeit genügend gehört haben, wenn der nicht wirklich groß ist. Das bedeutet also, dass es hier wirklich handfestes Beweismaterial geben muss, das wir natürlich noch nicht alle kennen, weil der Akt unter Verschluss ist. Und das ist auch gut so, dass die Öffentlichkeit quasi in den Ermittlungen da nicht mitmacht und die Dinge da alle aufpoppen. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass also hier dann doch ganz eindeutig eine Verdachtslage bestanden hat. Und es ist genau der Herr Fuchs, der also damals als Generalsekretär, als Staatssekretär im Finanzministerium tätig war, ist jetzt am Platz 3 auf der Bundesliste der FPÖ. So, jetzt, ich bin gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Ich kann das natürlich überhaupt nicht sagen, weil ich nicht weiß, was den Beschlusslagen jetzt zugrunde liegt. Aber es hat natürlich schon irgendwie einen schalen Charakter, dass einer der Hauptplayer in dieser Geschichte, in dieser Korruptionsgeschichte, die da jetzt verfolgt wird von der Staatsanwaltschaft, jetzt am Platz 3 auf der FPÖ-Liste ist. Zumindest ist es nicht so, dass man sagen könnte, ja, wir haben mit all dem nichts mehr zu tun. Der Herr Hofer sagt ja, er hat mit dem Strache eigentlich nichts mehr zu tun, weil der Fuchs ist also auf der Liste 3. Jetzt ist das an sich kein unsympathischer Mensch, sondern netter und auch fachlich, glaube ich, sehr versierter. Aber er ist halt damals in dieser Regierung für diese Dinge zuständig gewesen. Und der hat natürlich auch noch einen Chef, das ist der Herr Löger, der an sich auch ein renommierte Persönlichkeit, der Experte ist, war bei der Unica im Vorstand und der ja zwangsläufig eingebunden gewesen sein muss in diese leidige Personalbesetzung. Und sicher kann ich mir vorstellen, dass der keine Freude gehabt hat, dass der Herr Bezirksrat Siedlow auf einmal in der ÖNB im Aufsichtsgremium sitzt und dann dort über ein Mandat der FPÖ, das ist ja dann, glaube ich, auch forciert worden, in erster Linie von der Novomatic, jetzt auch noch bei den Casinos drinnen sitzt. Wo man sich denkt, also wir haben, glaube ich, alle irgendwie, die sich mit den Dingen ein bisschen auseinandergesetzt hat, uns gewundert und gesagt, schön, dass es den Herrn Siedlow gibt für ihn in erster Linie, aber wieso sitzt der in der Nationalbank im Aufsichtsgremium? Meine Damen und Herren, das müssen Sie auf der Zunge zergehen lassen, in welcher Obskurität wir da eigentlich jetzt quasi herumschwimmen müssen.
Und lustigerweise, der Herr Löger, der ja auch erkennbar mit all den Dingen keine allzu große Freude hatte teilweise. Das hat, glaube ich, die Sachlichkeit, der er verbunden ist, geboten, dass er sich nicht über alles gefreut hat, was der Herr Kurz da jetzt von ihm wollte. Der ist auf einmal nicht mehr auf der Nationalratsliste. Ne?